Da ist er wieder. Zwei Streams am einen Tag haben wir auch selten, oder? Da seid ihr wieder. Hallo Sabrina. Schöne Grüße. Stefan ist auch wieder dabei. Da kommen die 100 Leute, kriegen wir zusammen, oder? Robert, welcome back. Auch hier brauchen wir keine Maske. Trotzdem wir im Hotel sind, aber wir sind im Außenbereich. Hey René, freue mich auf März. Alexander, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. März ist eigentlich schon fast zu spät für dich. Keine Maske, ist ja draußen, genau. Aber wir sind auf dem Hotel Property. Also oben in der Pool Area im vierten Stock. So, 99 haben wir 100. Bei 100 Leute drehe ich um und fangen wir an. 101. Fangen wir an. Quatschen wir nicht lange. So, wir machen heute einen Stream vom Cosmopolitan Hotel oben von der Pool Area im vierten Stockwerk. Und die haben die Pool Area zugemacht und haben eine Eislaufbahn oben rauf gebaut. Ich weiß ja nicht, wann ihr das letzte Mal auf der Schlittschuhbahn wart, aber bei mir ist es schon ganz lange her. Also keine Ahnung, das weiß ich nicht, wann ich da das letzte Mal gefahren bin. So, das Ganze nennt sich The Ice Rink im Cosmo. Hier seht ihr auch die Öffnungszeiten. Jetzt gehen wir wieder zurück. Dort seht ihr das. Das beantwortet auch gleich die Frage, wie lange es diese Eislaufbahn gibt, bis zum 2. Januar. Ab dem 3. Januar wird alles... So. Ja, mit dem Empfang am Cosmo ist halt so eine Sache. Also bis zum 2. Januar hat das Ganze offen. Danach wird alles abgebaut. Es werden Renovierungen gemacht und ab Februar ist der Pool wieder offen. So, wenn ihr hier rein wollt, dann müsst ihr hier diesen QR-Code scannen und dann müsst ihr hier unterschreiben, dass ihr euch an die Regeln haltet und so weiter. Den Boden haben die mit Gummimatten ausgelegt, logischerweise, weil du hier mit Schlittschuhen langlaufen kannst. Und dann laufen wir jetzt mal gleich zur Eislaufbahn. Hier rechts haben wir so einen kleinen, weiß ich nicht, so ein Restaurant gebaut, so eine Lounge. Kann man hier reinlaufen? Ja, hier kann man reinlaufen. Guck mal, wie gemütlich die das hier gemacht haben. Selbst mit so einem Fell. Und alles nach oben offen. Wenn ihr euch fragt, ja, aber die Möbel wären ja denn nass. Nein, es regnet in Las Vegas so gut wie nicht. Wir haben 300 Sonnentage, 50 Tage bewölkt und 10 bis 15 Tage Regen. Das ist alles. Mal hier, ihr könnt auch gemütlich kuscheln. Aber wir wollen uns ja die Eislaufbahn anschauen. Selbst so ein Sessellift hier nachgebaut. So, ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht ganz so laut. Hier geht's hoch. Hier könnt ihr reinlaufen und dann könnt ihr hier Schlittschuh fahren. Da fährt schon einer. Bei fast 20 Grad eine Eislaufbahn in Vegas. Mit dem Blick. Gegenüber ist Planet Hollywood, wo wir gerade eben drin waren. Das sieht so aus, als ob die gleich auf Fresse fliegen. Überlegt mal, was hier für eine Kühlanlage drunter stecken muss, wenn hier die Sonne raufknallt. Und ich kann euch sagen, ich stehe gerade in der Sonne, es ist ziemlich warm, dass das sich wegschmilzt. Was hat an Strom verballert hier? So, hier wurde auch noch Staub gesaugt. Hätte man natürlich auch vor 12 Uhr machen können, aber da war die Zeit wahrscheinlich zu knapp. So romantisch, das sehe ich auch so. Ich bin ja auch eine richtige Romantik-Sau. Ja.
sind denn das hier für Dinger? Ach, für Kinder. Guck mal, wenn die nicht auf Schlittschuhen stehen können, dann können die hier diese, das ist ja cool gemacht. Dann können die sich darauf setzen und übers Eis schlittern. Und selbst da, der mit der roten Nase, der ist auch dabei. Seht ihr den da? Wenn das die Grünen sehen, ja. Ach, guckt euch mal bitte die Kulisse an, das ist doch... Und wir sind hier direkt unter dem vorderen Tower vom Cosmo. Und wenn wir hier rüber gehen, hier haben wir einen super Blick auf den Las Vegas Boulevard. Hier auch wieder alles mit Gummimatten ausgelegt. Da könnt ihr euch die Schlittschuhe ausleihen. Ah, dann machen wir mal ganz kurz, wie teuer das Ganze ist. Weil die Frage ist ja auch. Hello. So, dort habt ihr die Preise. Eintritt $30. Wenn du local bist, also das bin ich, weil ich hier wohne, dann kannst du zwischen Montag und Donnerstag mit deiner ID, also wenn du deinen Ausweis vorzeigst und zeigst, dass du hier wohnst, zahlst du nur $20. Wenn du Military bist, wie zum Beispiel der Heiko, zahlst du auch nur $20. Skate ID, keine Ahnung, was das bedeutet. Und hier hast du dann die Schlittschuhe in verschiedenen Größen. So, und hier habt ihr den tollen Blick. Schaut euch das mal an. Mal übers Glas gehen. So, das Ganze hat dann auch abends offen. Und es gibt dann hier auch Schneeeffekte. Ich zeige euch gleich die Tafel. Verschiedene Veranstaltungen gibt es hier. Hallöchen Jens. Nebenan das Bellagio. Ach, das heißt Schlittschuhe, okay, schleifen. Ja, wenn du wahrscheinlich mit deinen eigenen Schlittschuhen hier ankommst und die sind nicht aktuell geschliffen, jeder in Las Vegas hat Schlittschuhe. Ist ja klar. Dann kann man die hier schleifen lassen. Also auch das zum Thema. Ich habe das schon öfters in meiner Stadtrundfahrt. Wenn ihr Leute im Dezember, Januar, Februar mit der Condor, wenn die Condor wieder fliegen sollte, das macht sie ab früher, nach Las Vegas fliegen seht, von Frankfurt direkt flog nach Las Vegas und die haben Skier dabei. Die haben keine Macke. Wir haben den Mount Charleston hier. Das ist so 40 bis 60 Minuten von Las Vegas entfernt und dort kannst du hingehen und kannst Ski fahren. Wir haben 2 Sessellifte und 3 Skipisten. Du kannst richtig durch den Wald durch. Gib einfach mal bei YouTube ein Las Vegas Ski Area und dann seht ihr, was da oben abgeht. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Also ich war schon sehr oft dort oben gewesen. Ich war auch schon oben gewesen. Da war so viel Schnee, da kam ich überhaupt gar nicht durch. Spike ist reingesprungen und ist komplett im Schnee versunken. So viel Schnee liegt dort. Also das ist möglich. Also Schlittschuhfahren. Skifahren und das ist ja das Coole. Du kannst ja, wenn wir gutes Wetter haben, rein theoretisch am Pool sein bei, weiß ich nicht, 20 Grad in der Sonne und abends fährst du hoch und machst in eine Berge Bescherung bei 1 Meter Schnee. Ich fahre nicht selber Ski. Ich bin noch nie in meinem Leben Ski gefahren. So. Ja, abends wird es kalt, also wir kriegen, ich weiß jetzt nicht, wie kalt es heute Nacht wird, vielleicht 7 Grad oder so. Und wenn die Sonne weg ist, dann ist das schon ziemlich kühl. Und deswegen haben wir hier die Heizpilze. Ich glaube, die sind in Deutschland schon teilweise verboten. Und die werden dann hier angemacht. Ihr seht ja, wie wenig los ist. Das abends ist hier deutlich mehr los. Wir gucken mal vorne, da haben wir den Veranstaltungskalender. Wann hier was stattfindet. Die machen das auch mit Kunstschnee. Ihr seht hier auch rundherum gebaut diese Konstruktion mit Scheinwerfern oben dran. Das sieht natürlich abends dann richtig schön beleuchtet aus. Aber wenn ich hier abends um 6 einen Stream machen würde, dann habt ihr 3 Uhr nachts. Das muss ja nun nicht unbedingt sein. So, hier habt ihr nochmal, bis wann es auf hat. Da wurde der Stream vorhin unterbrochen. Also bis 2. Januar. Ab 3. Januar gibt es das nicht mehr.
Da wird alles umgebaut, renoviert oder instand gesetzt. Und dann macht der Pool im Februar wieder auf. So, und irgendwo hier vorne am Pfeiler stand drauf, was es hier für Veranstaltungen gibt. Entweder hinter dem hier. Ja, so sieht's aus. So, da seht ihr das. Filme. Und am 27. Polar Express. So, hier könnt ihr euch dann auch hinsetzen, wenn die Kinder auf der Eislaufbahn sind oder die Frau und ihr habt keinen Bock zu fahren oder ihr könnt nicht oder ihr wollt nicht, dann könnt ihr hier euer Sportprogramm gucken. Es fehlen jetzt nur noch die Slotmaschinen hier. So, hier haben wir dann auch gleich die erste Hilfestation, falls ihr euch denn mal langlegt. Und hier könnt ihr euch dann überall hinsetzen. Da haben sie auch diese Feuerpits, damit euch denn nicht kalt wird. Da oben, guck mal, das ist die Kühlanlage. Da steht die. Extra hier hingebaut. Und da wird das Eis gekühlt. Das geht dann hier runter. Und dann zur Eislaufbahn. So, und hier oben haben wir die Schneemaschinen. Genau, das findet statt abends. Ich habe es schon auf der Homepage gesehen. Ich weiß jetzt aber nicht, um wie viel Uhr und an welchem Datum. Aber ich glaube, am Wochenende passiert das. Warte, warte, warte. Zoomen wir ran. Könnt ihr das lesen? Snow Machine. Da wird hier künstlicher Schnee rübergehauen. Über die Anlage. Und das in Las Vegas. Erklär das mal der Auslandskrankenversicherung. Ja, Las Vegas beim Schlittschuhfahren sozusagen Arm gebrochen. Das ist erklärungsbedürftig, sagen die auch. So Leute, das war jetzt ein kurzer Stream. Mehr gibt es aber nicht zu sehen, außer die Eislaufbahn im Hintergrund. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne Fragen stellen. TAF, es kam die Frage mit TAF, wann die Ausstrahlung mit TAF ist. Das ist eine gute Frage. Ich habe eine Vermutung, weshalb es bisher nicht ausgestrahlt wurde. Aber weil es eine Vermutung ist, kann ich es nicht sagen. Ich könnte nur einen Hinweis geben, es hat was mit Corona zu tun. So. Und ansonsten stellt kurz Fragen. Oder wollen wir Fragerunde auf Instagram machen? Dann wird der Stream hier nicht ganz so langweilig oder nicht so lange. Dann machen wir anschließend noch kurz Instagram. Die meisten haben ja Insta. Weil hier dauert es ewig, bis die Fragen ankommen. Ist die Eislaufbahn abends voll? Ich gehe davon aus, ich war selber abends noch nicht hier gewesen. Olli war um 1 Uhr nachts im TV. Naja gut, das ist auch schön, aber 1 Uhr nachts... Was gibt es nächsten Sonntag? Habe ich bereits im vorigen Stream gesagt. Ich versuche einen Stream ca. 21 Uhr vom Airport zu machen, weil ich mit dem Helikopter zum Grand Canyon fliege. Wir haben Helikopter angemietet. Wo ist denn das Hangover Hotel? Gute Frage. Mein Caesars, das Caesars Palace ist dahinter. Hast du dich an das Berufsleben gewöhnt? Ja, ich habe ja auch schon vorher gearbeitet. Also, ich freue mich auf Touren. Wie gesagt, ich habe die Hooverstauder, ich habe eine Stadtrundfahrt gemacht, Hooverstaudamm, Casino-Tour. Nächste Woche mache ich drei Tage, bin ich als VIP-Guide gebucht. Ich habe zu tun und es macht Spaß. Ihr glaubt gar nicht, was, also,
es macht richtig Spaß. Dann Instagram, genau. Dann wechseln wir auf Instagram, dann wird es hier nicht zu lange. Dankeschön fürs Einschalten von der Eislaufbahn, vom Cosmopolitan, live aus Las Vegas. Dankeschön fürs Einschalten und wir sehen uns spätestens nächste Woche Sonntag, circa 21 Uhr, aber da mache ich dann noch einen Post. Und dann sehen wir uns gleich auf Instagram, René-Meinert, und dann machen wir eine kurze Fragerunde und gucken hier nochmal und bla bla bla. Schön mit Öl, bis demnächst in diesem Theater. Tschüssikowski. Und danke fürs Einschalten.